Wer Diablo kennt, weiß, in den Katakomben unter der Kathedrale von Tristram gibt's vor allem eins: Monsterhorden, durch die sich hier in Diablo 3 ein Barbar, ein Hexendoktor und ein Wizard kloppen. Augenblick, ein Wizard? Stimmt, das ist die Dame hier im roten Kleid und zugleich die neue Charakterklasse, die Blizzard auf der BlizzCon angekündigt hat. Der Wizard wird sich ungefähr so spielen wie die Zauberin in Diablo 2, nur dass er statt Feuerbällen Magiegeschosse wirft. Außerdem wird's ihn auch in einer männlichen Variante geben, wie alle Helden. Und wie gelangt der Wizard in die Kathedrale von Tristram? Indem er sich durch die Ruinen des Diablo-Startdorfes zu der Kirchenpforte vorkämpft. Hier krabbeln nicht nur Zombies aus dem Erdboden, auf demselben liegt auch ein verwundeter Abenteurer, der den Wizard vor einem Bossgegner warnt, dem Skelettkönig. Doch zum Obermotz komme ich gleich. Hier zunächst noch ein originelles Talent des Wizards im Einsatz. Mit seinem Zauber Slow Time erzeugt er eine Kuppel, in der gegnerische Geschosse verlangsamt werden, sodass der Wizard problemlos ausweichen kann. Und die Kuppel verlangsamt nicht nur Geschosse, sondern auch Gegner, die der Wizard dann einfach mit arkanen Sprengbällen auseinandernimmt. Hier ist die rotgewandete Magiedame wieder gemeinsam mit einem Barbaren und einem Hexenmeister unterwegs. Im Fernkampf setzt sie neben ihren Magiegeschossen auf den Electrocute-Zauber, der einen Kettenblitz erzeugt. Im Nahkampf nutzt sie ihr Talent Spectral Blade, das solche blau leuchtenden Energieklingen herbeiruft. So teilt die Dame auch im Kampf Mann gegen Mann, bzw. Frau gegen Monster ordentlich aus. Zumindest solange sie genug Mana hat. Unterschiedliche Gegnertypen erfordern auch wieder leicht unterschiedliche Taktiken. Hinter dieser Tür etwa stoßen die Helden auf Skelettmagier, die Knochenkrieger beschwören. Also sollte die Gruppe diese Zauberer tunlichst zuerst ausschalten. Hier auch gut zu erkennen, Heiltränke liegen am Boden und werden von den Helden beim Drüberlaufen automatisch getrunken. Und der Hexenkrieger ist ja gerade im Level aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch! Um diese Skeletthorde zu erledigen, nutzt der Wizard eine Falle. Wenn er die Halterung an der Wand angreift, löst sich ein Kronleuchter und kracht auf die Knochenkrieger herunter. Der Barbar und der Hexendoktor knöpfen sich derweil so ein fieses Fettmonster vor, aus dem beim Ableben lauter kleine Würmer herausplatzen. In den nun deutlich belebteren Gewölben stoßen die Helden zudem auf Skriptereignisse. Hier wollten ein paar Kultisten ein Monster beschwören, was allerdings gründlich schiefgegangen ist. Die Bestie erscheint zwar, greift aber sogleich ihre Beschwörer an. Und als diese erledigt sind, natürlich auch die Heldengruppe. Skriptereignisse gibt's auch in Quests und hatte ich vorhin nicht den Skelettkönig erwähnt? Nun, hier ist er auch schon, beziehungsweise sein Geist, der den Wizard verspottet. Aber wenn's nur das wäre, nein, der Skelettkönig erweckt auch noch vier Säulen zum Leben, die immer mehr Skelettkrieger ausspucken. Den Knochenmännern rückt die Dame hier mit ihrem Säurezauber zu Leibe, der die Gegner einfach zersetzt. Außerdem beschwört sie Energietornados und beschießt die Säulen mit einer Art Eisstrahl. Denn erst wenn alle vier Monumente zerbröselt sind, ist der Weg zum Thronsaal des Skelettkönigs frei. Und so sieht's da drin aus, da hockt herum der Bossgegner. Im Questverlauf hat der Wizard zuvor eine Krone gefunden, die er dem verstorbenen Monarchen nun aufsetzt. Und siehe da, schon fährt der Geist zurück in die Knochen. Der Skelettkönig erhebt sich und hat eine ziemlich große Keule dabei. Ja, willkommen zu einem Bosskampf. Außerdem drängen nun auch noch von allen Seiten Skelette heran, und zwar Bogenschützen und Krieger mit Schilden, mit denen sie Schläge abwehren. Da schützt sich die Magierin doch gleich mal mit einer Energierüstung. Außerdem versucht sie, die Gegner zurückzustoßen mit ihrer Schockwelle. Das klappt allerdings nur bei normalen Feinden und natürlich nicht beim Skelettkönig. Wie man den Obermotz schließlich besiegt, finden sie am besten selbst heraus. Aber vermutlich erst 2010, wenn Diablo 3 erscheint. Zugegeben, die finale Qualität von Diablo 3 lässt sich anhand der Demo, die ich auf der BlizzCon gespielt habe, noch nicht wirklich einschätzen. Spaß hat sie aber allemal gemacht, zumal mir die Talente des Wizards gefallen und die Physikeffekte einen ordentlichen Kabum-Faktor ins Gemetzel bringen. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, mit Diablo 3 wieder auf Monsterjagd zu gehen.